Also ich versuche nicht zu lachen. Es gibt eigentlich auf dieser Welt nichts, was mir einfacher fällt als das. Aber man versucht mir jetzt Hindernisse in den Weg zu legen und mich zu knacken. Also mal sehen. Wir gucken uns ein Video an mit Memes und das sind sehr schnelle Memes und die überfordern einen extrem, weil die dauern immer so 3 Sekunden und danach sind die vorbei. Heißt, ich muss jetzt sehr konzentriert sein, damit ich nichts verpasse und damit mein Gehirn mithalten kann, weil mein Gehirn hält nicht gerne mit. Es hat auch eigentlich nicht die Möglichkeit mitzuhalten. Aber wir versuchen es. Also, bevor jetzt hier schon was passiert, ich finde das hier ehrlich gesagt schon lustig. Ich werde nicht darüber lachen, aber ich finde diesen Anblick irgendwie lustig. So, nichts gegen schwangere Frauen, aber, Ding. Ich glaube, ich weiß aber, was passieren wird. Damit habe ich gerechnet, deswegen werde ich das nicht lustig finden. Auf jeden Fall sehr akkurat nachgemacht. Warum er jetzt auseinanderbrechen musste dabei, wäre zu beurteilen, aber ja. Kurz dazu zu diesen Schokoladenbrunnen. Wenn du mal im All-You-Can-Eat-Restaurant bist, wenn das Teil mal nicht in Bewegung ist und alles so steht einfach und Leute tunken ihr Essen da rein und sowas, es ist mega widerlich. Und wenn ich das privat zu Hause hätte, ich würde das nie benutzen, weil wer macht diese Scheiße sauber? Um das aufzubauen, dafür brauchst du erstmal eine halbe Stunde, dann noch die Schokolade und dann das alles wieder sauber machen und das ist so das unpraktischste Ding auf der Welt wahrscheinlich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ja. Das ist sehr angsteinflößend. Stellt euch mal vor, dieses Teil fängt auf einmal nachts an. Es redet einfach. Springt rum und redet und hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Also in dem Moment, ich weiß nicht, ob ich mich einscheißen würde, weil ich weiß nicht, ob man sich vor Angst einscheißt. Aber wenn man sich vor Angst einscheißt, dann würde ich mich da einscheißen, weil ich hätte dann schon richtig Angst. Ich hoffe, ich konnte das gut erklären. Das war sehr lustig. Das war schon sehr lustig. Er hat einfach sein Gesicht von seinem Gesicht geschlagen, so. Das untere Gesicht sieht so lustig aus, aber irgendwie auch angsteinflößend. Stellt euch mal vor, das ist so ein echter Mensch und ziehst ihm die Haut ab, so im OP oder so, warum auch immer, Autopsie und danach da unten die Augen sind so, man hat so Glubschaugen, wenn die Haut hier fehlt. Versteht ihr? Das sieht so angsteinflößend aus. Ich will eigentlich nicht, dass dieses Video in eine dunkle Richtung geht, deswegen halte ich jetzt die Fresse. Akzeptieren wir einfach den Humor. Das ist eher süß, das ist nicht lustig. Süß und lustig ist nicht dasselbe. Das kann nur fake sein. Also wer schreit so laut, wenn er sich erschreckt? Vor allem, was das Erschrecken ausmacht, ist ja dieses kurze. So, habe ich das gerade gut gespielt? Hat sich nicht richtig angefühlt und nicht gut. Auf jeden Fall ist es ein kurzes Erschrecken, aber dann so lange zu schreien, das kann nur fake sein. Oder du bist dumm. Ah, irgendwie lustig, oder? Oder sehe nur ich das so? Aber es ist noch nicht so weit, dass ich lache. Also zum Lachen wird mich sowas nicht bringen. Ja, die sind gar nicht so schlecht, die Videos, um ehrlich zu sein. Aber man sieht es irgendwie kommen, so, you know? He got fur. I ain't never seen nothing like this in my life. This some shit out your mouth. Oh shit. Geräusch am Ende von ihm, das war irgendwie sehr. Kann es nicht in Worte fassen, aber manchmal, das letzte Wort von einem Video macht so viel aus und die Reaktion. Und dann noch, wenn es in der Mitte gecuttet wird und nicht ganz zu Ende geführt wird, es ist so, doch dafür eine wissenschaftliche Erklärung, warum das so ist. Die Katze versucht nicht mal sich zu wehren. Ich glaube, sie, das macht ihr Spaß. Tauben haben echt vor nichts Angst, kann es sein? Also jetzt hier den Wrestling-Move rauszuholen, dann nicht wegzufliegen, wenn man mit einem Auto auf die zufährt. Die sind lebensmüde. Die warten bis zur allerletzten Sekunde. Ich bin mir so sicher, ey, okay, jetzt habe ich sie überfahren, Taube. Weil sie geht nicht weg. Aber in allerletzter Sekunde schaffen sie es doch noch. Also es ist erstens lebensmüde, zweitens aber unglaublich beeindruckend, wie die das immer hinbekommen zu überleben. Ich glaube, auf der Welt wurde noch keine einzige Taube überfahren. Das ist noch nie passiert. Das ist gar nicht lustig. Das ist schon ein bisschen. Das Ende hätte nicht mal sein müssen. Ich fand es schon so lustig. Boah, das hätte mich fast gebrochen, sich zusammen, Gian. Und nicht über sowas lachen. Ein intellektueller Mann. Ist Akademiker, auch wenn du von der Schule geflogen bist. Also im Herzen. Das ist sehr süß. Ein bisschen beängstigend. Ja, beängstigend. Boah, das Video ist nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ich würde gerne lachen gerade, ehrlich gesagt. Also, das hasse ich an dieser Art Videos. Wenn ich mal was Lustiges sehe, will ich es eigentlich rauslassen. Aber ich muss es in mir anstauen und...
und dann zu einem Therapeuten gehen und alles dort rauslassen. Wäre aber ein interessanter Gedanke. Wenn ich in Therapie gehe, nicht weil ich so Sorgen und Probleme habe, sondern weil ich einfach nicht lachen darf. Und dann gehe ich zu ihm und lache einfach eine Stunde vor ihm und sie, er ist so, ja, lassen Sie alles raus. Das ist das leicht verdienteste Geld für ihn im Endeffekt. Ja, wollen Sie nicht noch eine Stunde länger lachen? Da schlummert doch noch was. Oh nein, die Twerk-Pandemie. Da ist nur Luft drin wahrscheinlich. Oh nein, da kommt jetzt irgendjemand. Chihuahua. Ah, ich dachte mir gerade, wie ist das möglich? Aber es ist voll simpel. Einfach schon von unten geöffnet gewesen. Der sieht irgendwie süß aus gerade. Normalerweise finde ich den gar nicht süß, aber die rausgestreckte Zunge macht das wahrscheinlich. Ich finde sogar Mäuse und Ratten wirklich süßer als Chihuahuas und so. Mäuse generell eigentlich voll süß. Das ist jetzt schon lustig. Ich weiß nicht, was mir leid, Leute. Ich finde es jetzt schon lustig. Das ist Fortnite wahrscheinlich, eine Map, oder? Ja, hatte was, das Video. Also, da war was, aber es waren keine Zähne. Es fällt mir schwer, über sowas zu lachen, weil ich weiß, ich werde irgendwann in derselben Situation sein. Ich werde selber alt und so. Ich muss über Sachen lachen, wo ich weiß, ey, das wird mir nicht passieren, damit ich in Ruhe lachen kann. Versteht ihr? Hier ist immer so ein bisschen so, du lachst und dann denkst du, ach scheiße, das wird mir auch passieren. Das Geräusch fand ich so ekelhaft. War es nötig, das so langsam zu machen? Also warum guckt man da überhaupt zu? Man weiß, er wird das Wasser drüber schütten. Dann braucht er 15 Sekunden dafür. Man hätte eigentlich da schon abschalten können, aber trotzdem wollen wir das Ergebnis sehen. Warum? Sehr süß, ja. Sehr süß, aber gar nicht lustig. Null lustig. Es kam unerwartet. Das war sehr passend. Die hat, also ungelogen, das ist schon Talent irgendwo. In dem Alter wäre ich niemals drauf gekommen, sowas nachzumachen, dann auch noch richtig. Ey, keine Ahnung, der Nase gepopelt wahrscheinlich. Oh Gott. Das ist schon sehr lustig. Wir wissen alle, was passiert. Irgendwas wird runterfallen, es wird aufbrechen, alles wird voller Shake sein oder was auch immer da drin ist. Es ist zu berechenbar. Das war so unglaublich offensichtlich. Aber es ist irgendwie lustig, weil er nicht darauf reagiert, oder? Weil es ihm scheinbar egal ist. Bevor das passiert ist, hat er schon mit seinem Leben abgeschlossen, so. Scheinbar sind sehr viele schlimme Sachen passiert. Bruder, such dir Hilfe. Ich sehe den Schmerz in deinen Augen. Das sieht so gut aus. Also so echt. Die haben das wirklich sehr gut dargestellt, muss ich sagen. Ist er an der Leine? Er ist einfach gefangen, der Arme. Das ist wie Waterboarding, nur halt im Föhn und ohne Water. Örtlich besteht Glatteis. Ich hab nie gesehen, dass jemand so gut hinfällt irgendwie. Mir kann keiner erzählen, dass diese Tiere kein Bewusstsein haben und nicht nachdenken können. Also ihr wollt mir sagen, sein Instinkt hat ihm gesagt, wegzuschleichen danach. Oh, ich hoffe, keiner sieht mich und hört mich. Da muss doch ein bewusster Gedanke dahinter gewesen sein. Ja, ich klaue jetzt was von anderen, die können wütend dann auf mich werden. Das kann Konsequenzen haben, deswegen schleiche ich mich davon. Oder? Hallo? Oder er hier. Steckt da kein Bewusstsein dahinter? Will er jetzt gerade nicht angeben mit seiner Kette und mit seiner Krone und dem Auto? Was ist denn da alles passiert? Das unterschätzen Leute, was hier passiert ist. Das ist ein sehr, sehr starker Schmerz. Ein Handy hat deutlich mehr Gewicht, als man sich vorstellt. Und so komprimiert auf so ein kleines Teil. Aus der Höhe, es hätte mehr weh getan, wäre das Handy mit der Kante, also mit der Kante hier auf den Kopf gefallen. Es ist aber eher so seitlich mit dem hier. Hier wirkt mehr Kraft auf einen Punkt, versteht ihr? Es hätte schon tödlich enden können. Ich übertreibe komplett gerade mit meiner ganzen Erklärung, aber es hat weh getan.
Einerseits denkt man, okay, vielleicht ist sie aus Versehen da reingelaufen, sie hat es nicht gemerkt und dachte, das ist so ein blauer Boden. Andererseits wirkt es so, als hätte sie es ganz bewusst gemacht. Das ist jetzt mein Ende. Ich habe genug gesehen, genug erlebt. Tschüss. Oder? Sie ist mit so einem Seelenfrieden da reingelaufen. Das war kein Lachen von mir. Ich fand es einfach nur süß. Also, okay. Das war echt sehr süß. Sie rutscht mit. Oh, Digga, das hat mich wirklich erwischt gerade. Ich hasse solche Videos. Ich hasse die. Oh, das war aber noch harmlos. Fühl dich, Mann. Ich mag auch keine Geburtstage. Ich mag es auch nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Verstehst du? War das überhaupt sein Geburtstagskuchen oder war es von dem Mädchen? Das war von ihm. Das ist so typisch Väter, oder? Keine Emotionen und so. Nee, lass mal und so. Also ich denke zumindest, ich habe keinen Vater, aber was? Ich mache zu viel Späße darüber, dass ich keinen Vater habe. Ich habe einen, ich habe halt nicht so viel Kontakt mit ihm und jeder macht sein Ding und so, aber ich habe schon einen Vater. Mhm. Was zur Hölle? Also das ist sehr lustig. Warum habe ich das nie gemacht in der Schule? Warum bin ich nicht auf solche Gedanken gekommen? Stattdessen, ah ja, weil ich nie da war wahrscheinlich. Okay, Rätsel gelöst. Das war von all den Videos, wo ich versucht habe, nicht zu lachen, wahrscheinlich das mit den meisten lustigen Clips. Also ist mir wirklich nicht einfach gefallen. Ich hatte bestimmt 5, 6 Situationen, wo ich gerne gelacht hätte, so ein bisschen zumindest. Also jetzt nicht ein richtiges Lachen, wo du nicht aufhören kannst, wisst ihr, sondern so ein Lacher. Aha, lacht man so? Ha, ha, ha. Okay, das lasse ich am besten. Auf jeden Fall, das Video war nicht schlecht, muss ich gestehen. Bis zum nächsten Mal, Leute.